Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich die Antwort gelesen habe, habe ich einen sehr gemischten Eindruck gehabt. Es ist großartig, dass es so viel ehrenamtliches Engagement an Bremer Schulen gibt. Und wir können uns dem Dank, der hier schon ausgesprochen worden ist, an die vielen Initiativen und freiwilligen Helferinnen und Helfer nur anschließen. Ich möchte auch eine Initiative noch mal besonders hervorheben, dass es nämlich der Freiwilligenagentur Bremen gelingt, weit über 400 Personen, das ist eine Menge, zu gewinnen, die an Schulen in ihrer Freizeit Lese- und Hausaufgabenhilfe übernehmen. Das finde ich ziemlich großartig. Dazu kommen noch mal 50 Studierende, die trotz des Drucks zu arbeiten und zu studieren auch noch Patenschaften für Schülerinnen und Schüler übernehmen. Und hier arbeitet die Freiwilligenagentur gegen den Zeittrend und das finde ich wirklich großartig. Es erfreut uns auch zu lesen, dass nach wie vor ein großes ehrenamtliches Engagement vorhanden ist, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen beim Start in Bremen zu helfen. Der Wahlerfolg der AfD ist deswegen zum Glück nur ein Teil des gesellschaftlichen Abbilds. Die Aufnahme und Hilfsbereitschaft ist nach wie vor sehr groß, finden aber oft im Kleinen statt und stehen weniger im medialen Fokus als große Töne. Das ist schade, deswegen möchte ich auch das hier nochmals hervorheben. Gleichzeitig sind aber ein paar Antworten auch sehr kritisch oder sehe ich sehr kritisch und das aus mehreren Gründen. Erstens geht es bei der Frage, ob sich Stiftungen, Firmen oder Privatpersonen an Schulen engagieren, natürlich auch immer um die Frage, ob der Staat seinem öffentlichen Auftrag noch im angemessenen Maße nachkommt. Eigentlich ist es staatliche Aufgabe, grundgesetzlich geschützt für alle Kinder und Jugendlichen sicherzustellen, dass die Schulen gut ausgestattet sind. Was dann von privaten Dritten hinzukommt, kann eigentlich nur eine Ergänzung sein und darf auch nur eine Ergänzung sein. Der Senat gibt die Auskunft, dass dies gewährleistet ist. Wir haben da nach 7 Jahren, in denen ich die Debatten hier geführt habe und in den anderen Jahren, die ich sie woanders geführt habe, leise Zweifel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dazu kann ich aber ein paar Beispiele sagen, Herr Dr. von Bruch. An einer Schule kann ein zweiter Musikraum, an einer Schule kann ein zweiter Musikraum nur mit privater Hilfe mit Musikinstrumenten ausgestattet werden. Und Musik ist aber eine Pflichtaufgabe. Sie ist auch in der Stundentafel vorgesehen. Und die Ausstattung mit Fachräumen ist deswegen auch eine Pflichtaufgabe. An einer anderen Schule, die inklusiv arbeitet, muss das Bewegungsprojekt privat finanziert werden. An Förderzentren war früher klar, dass zusätzliche, besonders ausgestattete Bewegungsräume vorhanden sein müssen. Gilt das jetzt nicht mehr an inklusiver Schule? Das muss man tatsächlich noch mal diskutieren. Eine Beschränkung privater Finanzierung auf Zusatzaufgaben scheint uns nicht mehr gegeben. Einen zweiten Aspekt muss man beim privaten Engagement an Schulen auch im Blick haben. Die Fragen, ob Schulen im unterschiedlichen Maße von der Unterstützung durch Stiftungen und Vereine profitieren. Das wissen wir aus der Praxis. Das wissen wir aus der Praxis, dass es große Unterschiede an den Schulen gibt. Ein Elternverein an einer Schule, ich sag's mal in eher bürgerlicheren Stadtteilen, kann eben viel, viel mehr leisten als an einer Schule, wo die Eltern im Durchschnitt Sozialleistungen beziehen. Also ich bin selber Mitglied in einem Elternverein und ich weiß, wie schwierig das für diesen Verein ist, auch nur ansatzweise das auf die Beine stellen zu können in einem Jahr, was in einem anderen Stadtteil in einem Monat zu leisten ist, geleistet werden kann. Und das ist dummerweise leider Alltag und damit kommen wir auch in eine unterschiedliche Ausstattung der Schulen in armen Stadtteilen und ich sag mal in normalen, durchschnittlichen oder eben wohlhabenden Stadtteilen. Und ich finde es erschreckend, obwohl das bekannt ist, dass der Senat diese Diskrepanz nicht richtig zur Kenntnis nimmt. Im Gegenteil, und jetzt muss ich den bildungspolitischen Sprecher der CDU loben, der gerade unterwegs ist. Sie haben nämlich abgefragt, ob Chancengleichheit zwischen den Schulen besteht. Und ich finde die Antwort des Senats darauf ziemlich unbefriedigend. Muss ich ganz ehrlich sagen, Ihre Frage war gut, die Antwort weniger. Das Problem nämlich anzuerkennen, das wäre das Mindeste, was der Senat machen müsste. Aber eigentlich müsste er auch sich Ausgleichsmaßnahmen überlegen, um ein Auseinanderdriften an Schulen in Bremen zu vermeiden. Und man kann zum Beispiel durchaus darüber nachdenken, ob Gelder von Stiftungen gezielt an Schulen ohne einen starken Elternverein gelenkt werden können
Oder man könnte auch mal überlegen, ob die Gründung eines solidarischen Elternvereins für ganz Bremen möglich wäre. Also zumindest muss man das mal debattieren. Aber ich finde es nicht richtig, das Problem zu ignorieren und dadurch durch privates Engagement, was durchaus gut gemeint ist, die Ungleichheit an Schulen in Bremen und Bremerhaven noch zu verstärken. Abschließend muss ich aber sagen, dass wirklich soziale Gerechtigkeit an Schulen nur gegeben ist, wenn der Staat es wirklich schafft, das öffentliche Schulsystem so auszustatten, wie es ausgestattet werden sein muss. Und von dieser Realität und auch von dieser Verfassungsrealität des Grundgesetzes sind wir noch ziemlich weit entfernt in Bremen. Dankeschön.